Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Wir haben jetzt zumindest die Tür erfolgreich öffnen können mit dem Code 1234. Aber wir sollen noch weiter suchen. Und da wir hier auf dem Planet schon mal waren, glaube ich, dass das Ganze vielleicht hier im Untergrund noch zu suchen ist. Search for Clues. Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass da oben jetzt noch irgendwas war. Deswegen müssen wir hier unten jetzt einmal ein bisschen rumsuchen. Okay, ja, eine Fackel geht hier natürlich nicht unter Wasser, ist klar. So, aber auch hier können wir dann ja wieder ein paar Sachen entdecken, so wie das hier. Hier haben wir einen heftigen Fisch, der uns das Leben schwer macht. Geht eigentlich. 24 Pixel haben oder nicht? So, die Musik ist auch wieder gedämpfter. So, was haben wir hier oben? Eine Qualle oder sowas in der Art. Hier unten haben wir wieder Giftmüll. Da ist aber auch nichts. Ja, nützt nichts. Also müssen wir jetzt einmal rum hier um den Planeten unter Wasser. Aber ich glaube, wir sind dann auch tief genug, um zu sehen, ob hier irgendwo sich wieder was auftut. So, hier ist eine Kiste. Was haben wir denn hier? Ein Halsband, ein Tütü und ein Medipack. Also auch nichts, was wir unbedingt brauchen. Ja, ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wo wir hier lang sollten. Ob weiter oben oder ob hier unten gut ist. Hier unten finden wir zumindest mal was. Ui. Da gab es eine kleine Explosion, weil wir gegen das Fass gehauen haben. Das wäre halt auch übelst schlecht, wenn wir hier unten irgendwie sterben würden. Uns dann erstmal wieder zu finden. Glaube ich, kein leichtes Unterfangen. So, die geben aber gut Pixel, muss man sagen. Noch mal gucken. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste immer noch unter. Lohnt sich also hier mal reinzuschauen. Wenn wir so eine Rohre sehen. So, da unten war nichts. Konnte ausgewichen. So, Search for Clues ist immer noch kein Signal. So, der ist lieb, der Fisch. Der lässt uns in Ruhe. Können wir mal gucken. Haben wir das schon entdeckt? Noch nicht. Aber die Kiste können wir noch entdecken. Looks pretty toxic. Ja, genau. So sieht's aus. So, hier haben wir wieder Rohre. Kommt da unten auch was? Da unten ist tatsächlich auch noch mal was. Inklusive Kiste. Cool. So, da ist nichts. Muss doch hier irgendwo auf dem Planeten noch sein. So, da kommen wir uns auch nochmal raus. Ein Toxic Table.
Ja, sollten wir mal wieder ein bisschen Gift brauchen, brauchen wir nur hierher und uns ein bisschen Gift holen. Was haben wir denn da unten noch? Da ist eine Kiste. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. So, wir haben jetzt gerade so ein Rohr abgebaut und haben gelernt, das zu craften. Also wenn wir wollen, können wir so eine Rohre auch selber herstellen. So, ich glaube fast, dass die Quest kaputt ist, Leute. Weil wir in der letzten Folge den Typen, der hinter der Tür war, schon getötet haben. Und ich glaube, das hätte nicht sein sollen. Da waren wir vielleicht ein bisschen voreilig. Ansonsten glaube ich, würde der hier irgendwas anzeigen für uns. Und oben auf dem Schiff war aber leider nichts mehr. Noch ein bisschen Fisch. Fischfleisch. So, da unten ist nichts. Da auch nicht. Der macht uns ein bisschen Stress und hier unten können wir wahrscheinlich wieder runter. Da ist eine Kiste. So, ich glaube, den Stuhl kennen wir schon. Dann kann das weg. So, hier läuft wieder alles voll. Schnell weg. Und hier kriegen wir schon die nächste Oase zu sehen. Was haben wir denn hier? Mutagen-Bagpipe, okay. Und eine Toxic Lamp können wir jetzt herstellen. Was man hier nicht alles lernt. So, der lässt uns in Ruhe. Und hier können wir auch nochmal rein. Also viele Truhen auf jeden Fall hier unten. Das lohnt sich richtig. Toxic Flower Backpack. Vor allen Dingen auch viele neue Sachen. Kleidungsstücke, die wir hier finden. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das mal lohnt, hier auf dem Meeresboden rumzuschlawinern. Aber klar, gerade bei so einem giftigen Planeten macht das vielleicht Sinn. Weil man da ja in der Regel nicht runterkommt. Weil da ist auch noch eine Kiste. Ja, nehmen wir mal mit. Toxic Table hatten wir schon. Ja, wir kriegen auch gleich wieder Hunger. Lass uns vielleicht mal was essen. Reicht ja schon. So, da war nichts. Search for clues. Ich glaube fast, dass das eigentlich auf dem Schiff sein müsste. Ist natürlich doof jetzt. So, Toxic Chair hatten wir, glaube ich, auch schon. So, hier ist nichts weiter. Hier können wir nochmal gucken. Ist da unten noch was? Ja. Haben oder nicht? Ist alles Geld. Thank you.
Okay, ich glaube, das haben wir soweit auch schon. Toxic Lamp. Ich glaube, die Schuhe und den Helm haben wir, glaube ich, schon von diesem Anzug. Und den Barrel hinten weiß ich gar nicht. Müssen wir dann auch nochmal nachschauen. Ich glaube, da hinten war was. Ja. So, das kam weg. Das haben wir schon doppelt. Toxic Chess können wir jetzt herstellen. Ja, die haben wir eh schon entdeckt. Konnten wir auch vorher. Mit dem Scanner. Na, war hier nicht auch eigentlich was? Wir können es hier natürlich auch durch den Dreck durchgraben. So kann man es auch machen. Dann ist man ein bisschen schneller unterwegs. So, Table lassen wir da, kennen wir schon. So, hier gehen wir auch nochmal runter. So, Inventar ist auch gleich wieder voll. Doch wieder schneller als gedacht. Ich glaube nicht, dass wir hier unten was finden werden. Sonst würde die Musik, glaube ich, auch gar nicht laufen. Die läuft ja nur, wenn wir das schon entdeckt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir eigentlich zu dem Schiff sollen, aber ja. So, da unten ist nichts. Schade, dass wir hier nicht mal sowas wie eine Stadt entdecken. Die ich nochmal gerne gesehen. Vor allen Dingen vielleicht in einer anderen Variation sogar. Ist ja oft so. Was willst du denn? Geh mal weg. Ein paar Pixel hat er uns gelassen. So, da kommen wir uns wieder rein. Mutant Chest, cool. Nochmal Mutant Chest, dann schmeißen wir hier die Molotov Cocktails weg. Ah, das ist noch identischer hier unten als oben. Das war ja oben schon extrem, aber hier unten, ja, sagen wir mal nichts zu. Gut, jetzt müssen wir gucken. Akustikgitarre, was ist denn das wert hier? Jetzt gehen wir mal nach Wert, 2500. Den Bumerang haben wir nämlich auch schon. Ja, Leute, ich glaube, wir brauchen hier unten nicht mehr einmal rumgehen. Eigentlich auch schon aufgeben. Kann doch nichts mehr unten. Ja, auch nicht, ne? Ist das gleich in Grün nochmal. Alles klar. So, hier gab es aber was. Gewehr. Können wir noch irgendwas wegschmeißen? Nö. Gut, dann bleibt das Gewehr hier. Ja. Also hier steht es auch, wir sollen in der Konsole 1, 2, 3, 4 eingeben. Okay, Leute. Dann war es das, glaube ich, hier. Ich glaube, wir müssen die abbrechen. Das ist sogar die wo wir mehr Erfahrung für bekommen. Mehr Rangbonus. Schade, schade. Lass uns das nochmal probieren. Ich geh nochmal runter. Und einmal nur zu dem Schiff hin.
Kann doch nicht sein, dass jetzt, nur weil wir den schon getötet haben, dass die Quest hier abzuschließen ist. Tatsächlich, also wir finden hier auch nichts, leider. Ach, schade. Dann müssen wir die Quest, glaube ich, abbrechen. Oder lass uns mal gucken auf der Karte, ob hier noch was angezeigt wird. Dass wir da hin sollen. Ja, wir sollen da immer noch hin. Okay. Schade, brechen wir ab. Und dann widmen wir uns den anderen beiden nochmal. Ich glaube, die müssten dann beide hier in dem System sein. Lass uns mal schauen, was wir denn verkaufen können. Achso, Teleporter können wir gerade nicht benutzen. Ja, macht vielleicht Sinn, erstmal nach Hause zu gehen. Und die Sachen zu verstauen. So, ich suche mal nach der Uniform, nach diesem Toxic-Teil. Hier haben wir nämlich schon mal was. Hazmat Air Tank, aber die Barrel haben wir, glaube ich, noch nicht. Und ich weiß nicht, ob wir die Hosen halt schon irgendwo haben. Kurz gucken. Sieht nicht so aus, ne? Okay, das heißt, wir können hier noch ein paar Sachen lagern. Die Hosen, das Fass, einmal so ein Zeug. Hier das Zeug, das Zeug. Den haben wir schon. Aber auch runterpacken zum Verkaufen. Toxic Waste. Okay, da haben wir dann sogar zwei Fässer. Tütü haben wir schon. Das können wir dann auch verkaufen. Ja, Rest verkaufen wir, Leute. So, hier können wir nochmal gucken, können wir das stacken? Jo, das geht. Und die Gitarre, haben wir die schon? Nylon-Gitarre, Akustik-Gitarre, die haben wir noch nicht. Also brauchen wir dafür auch nochmal wieder Platz. Ja, wird langsam eng hier unten. Kann man wirklich sagen. Packen wir den mal hier mit rein. Erstmal. So, und die Tier-Collars, wo hatten wir die denn jetzt gelagert? Hätten wir hier mit reingepackt. Machen wir auch ein eigenes Fässchen für hier unten bei den Statuen auf. Huch, so sollte es sein. Genau, das können wir halt auch auf unser Pad nochmal raufpacken, wenn wir wollen. So, dann einmal zum Außenposten die ganzen Sachen verkaufen. Ja, wir haben eigentlich auch gar nichts mehr, worauf wir hinsparen könnten. Weil Flugzeug ist auf jeden Fall maximal ausgebaut, aufgelevelt. Da haben wir ein Halsband vergessen. Ja, 8840. Nicht schlecht, würde ich sagen. So, gucken wir mal, auf welchen Planeten wir jetzt gehen. Ja, nehmen wir mal den, der am nächsten dran liegt hier. So, was haben wir noch? Blöcke können wir auf jeden Fall alles mal vernichten. Was wir hier nicht brauchen. Ja, die Rohre bewahren wir vielleicht mal auf. Könnte man eventuell was draus bauen. Heavy Pipe, ja, bewahren wir auch mal auf. Waste, weiß ich nicht, ob wir das vielleicht auch nochmal verbauen. Könnte sein. So, wir schauen mal, dass wir nochmal näher an den Planeten rankommen. Da wollen wir hin. Forest Planet, moderate Stufe, sollte uns also keine Probleme bereiten. Keine starken Monster erwarten uns. Ich würde trotzdem unser Gold mal einschmelzen, man weiß ja nie. Haben wir dann zumindest hier.
Gut, dann lass uns mal runter. Und wir setzen wieder als erstes eine Landmarke. Damit wir wissen, wann wir einmal rum sind. So, eine schöne Fackel oben drauf. Genau, gehen wir mal die Richtung. Direkt zum Kopfgeld. Wie eine Melodie, das Schwert. So, was machen wir hier? Wir nehmen wieder ein paar Sachen mit. Zumindest die Sachen, die wir vermutlich verbauen werden. Ja, das kann weg. Da wollen wir unser Inventar gar nicht mit zumüllen. Lassen wir hier die Sachen. Und die schöne Melodie kommt wieder. So, und wir machen uns einmal auf, den Planeten zu erkunden. Mal sehen, was wir hier noch so entdecken können. Mal gucken, mal hier noch eine Kiste. Schön, wenn die jetzt so einfach sterben. Was bist du denn für einer? Bist du gar kein Händler? Hältst du nur Wache oder wie? Ah, okay, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas nochmal entdecken. Also das war damals, wo Starbound noch im Early Access war, gab es das schon. Ich wusste nicht, dass es das immer noch gibt. Ein Luftschiff. Ja, da gehen wir mal hoch. Und da seht ihr es schon. Sind aber eigentlich alle freundlich. Es sei denn, man betreibt hier Schindluder und baut die ganzen Sachen ab. Aber das wollen wir nicht machen. Sieht sehr spartanisch aus hier oben. Und ich glaube, hier gibt es nichts, was wir nicht schon kennen würden. Ja, das sind die Avians. Seht ihr ja schon. Von denen haben wir eigentlich sowieso so gut wie alles entdeckt. Da plündern wir jetzt nur mal kurz. Vielleicht gibt es ganz oben noch mal was zu entdecken. Von so einem Luftschiff. Hier, die Propeller könnten wir vielleicht auch noch entdecken. So, und es sieht nur so aus, als wenn es sich bewegt, aber im Grunde genommen ist es ja die ganze Zeit auf einem Fleck. Cool, dass sie das noch drin gelassen haben. Das war eines der ersten Sachen damals, die man so entdecken konnte. Zusammen auch mit dem Avian Tempel, den gab es auch schon relativ früh. So, kann man mit dir schon handeln? Jo. Was hast du denn hier so? War nichts Besonderes. Kann man schon sagen. Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigt bitte. Gut, dass sie einen nicht gleich angreifen. So, hier die Propeller können wir nämlich entdecken. Mal höher. Okay, da sind auch nur die Propeller. Und hier eine Schatzkarte. Die können wir noch entdecken. Und eine goldene Vase. Cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, kennen wir das alles schon. Ist nichts Neues für uns. Hier noch ein Gladiatorhelm, ich glaube, den haben wir noch nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Und ein Buch kennen wir aber schon. Ja. Können wir mal gucken, dass wir hier hochgehen. Das Lenkrad können wir auch schon. So, und ich weiß nicht, ob das da unten die gleichen sind.
Gehe aber ganz stark davon aus. Ja, das sind die gleichen. Okay. Dann können wir eigentlich im Grunde genommen wieder runtergehen. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt runter, ne? Wollen wir das mal riskieren, mal springen? sollen wir uns trauen? Ich weiß ja nicht. Haben wir geschafft. Mein Herz schlägt auch gleich ein bisschen höher. Einfach mal riskieren. So, wir gucken mal weiter. Vielleicht entdecken wir hier noch was, was wir noch nicht gesehen haben. Finde ich auf jeden Fall schön, dass Starbound immer mal wieder für die Überraschung gut ist. Also wir haben hier jetzt schon etliche Stunden ja verbracht in dem Spiel. Und trotzdem findet man immer noch mal wieder was. Was man jetzt noch nicht gesehen hat. Besonderes drin. So, Reis nehmen wir mit. Ich würde eigentlich schon gerne auch Reis noch anbauen, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir jetzt zwar nur, ich glaube so 3-4 Pflanzen, aber eigentlich würde ich da eine ganze Ebene von haben wollen, weil das können wir halt auch auf unseren Reisen einfach craften mit einem Lagerfeuer. Und das hat halt auch keine Haltbarkeit. Das ist eigentlich ein großer Vorteil. Da können wir immer nach Bedarf uns was herstellen und verlieren halt nicht so viel. Kartoffel. So, vielleicht ist der Planet dann noch für eine Überraschung gut. Hier auf 7:30 die Kartoffel. So, da unten haben wir noch mal was. Lass uns doch da mal kurz runtergehen. Okay, nichts Besonderes. Hat sich nun nicht gelohnt. Da unten vielleicht noch mal. Auch nicht unbedingt. Ja, Manipulator-Module brauchen wir ja nicht mehr. Ansonsten hätten wir uns vermutlich gefreut. Hier wächst sogar noch Korn. Baumwolle lassen wir da mal liegen. Was ist hier denn los? Springparty?
So, allzu viel dürfte doch hier auch nicht mehr kommen eigentlich. Aber nutzen wir doch sonst mal, um hier eine Rast einzulegen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge den restlichen Planeten nochmal an. Und vielleicht bauen wir dann auch mal weiter. Schauen wir mal, Leute. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.